Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, was wurde aus Ted Bundys Tochter Rose? Ted Bundy tötete mindestens 30 Frauen und gilt als einer der schlimmsten Serienmörder. Trotzdem heiratete er im Gefängnis und wurde Vater eines Kindes. Was wurde also aus Ted Bundys Tochter Rose? Im Januar 2019 jährte sich die Hinrichtung von Ted Bundy zum 30. Mal. Der berühmte Serienkiller hatte zwischen 1974 und 1978 mindestens 30 Frauen umgebracht. Zumindest wurde er für diese 30 Morde verurteilt. Die Dunkelziffer der Opfer wird aber deutlich höher geschätzt. Ted Bundy wurde zum Tode verurteilt und am 24. Januar 1989 auf dem elektrischen Stuhl des Florida State Prison hingerichtet. Er hinterließ seine Frau Carol Ann Bone, die er im Gefängnis heiratete, und die gemeinsame Tochter Rose. Rose wurde im Oktober 1982 geboren, war also zum Zeitpunkt der Hinrichtung ihres Vaters erst 7 Jahre alt. Was wurde also aus der Tochter des berühmten Serienkillers? Nach dem Tod von Ted Bundy wurde es still um Carol Ann Bone und Rose. Sie achteten aber auch sehr auf ihre Privatsphäre. Laut der Autorin des Buches The Stranger Beside Me ist Rose eine freundliche und intelligente junge Frau geworden. Heute ist Rose 36 Jahre alt und lebt unter einem anderen Namen. Allerdings gibt es Stimmen, die nicht daran glauben, dass Rose Ted Bundys leibliche Tochter ist. Immerhin wurde Carol Ann Bone erst schwanger, als Ted Bundy schon lange im Gefängnis saß. Als sie Mutter wurde, ließ sie den Serienkiller aber als Vater eintragen. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten geht's hier links zum nächsten Video und bis zur nächsten Folge und ciao.